Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator. Wir sind immer noch fleißig hier. Die nächste Ernte am Einfahren, Leute. Ja, wir versuchen hier alles auf die Reihe zu bekommen. Und endlich wieder ein bisschen Kohle zu verdienen. Gut, Kohle. Ich möchte nicht wissen, wenn die ersten Schweine fertig sind, dann bringen wir auch mal so eine ganze Ladung voll weg. Dann bringt das mit Sicherheit schon ein bisschen was. Aber wir brauchen halt auch Kartoffeln und dies und jenes bald. Keine Ahnung, wie lange wir mit den paar Kartoffeln, die wir im Lager haben, noch auskommen. Aber einfach mal abwarten. Wir haben auf jeden Fall eine Produktion von 80% bei den Schweinen, 80% bei den Kühen. Ne, 86% glaube ich bei den Kühen, ne? Ups, das war der falsche Knopf. Wir haben bei den Kühen eine Produktivität von 89% sogar. Ja, und bei den Schweinen sind wir bei 80%. Also da fehlt uns die Mischration nur. Schlachtreif hätten wir 1 und 40 Schweine haben wir ja schon. Also wenn ich schon in der Kartoffelernte und so nicht so teuer wäre, dann würde ich ja viel mehr auf Kartoffeln gehen. Wenn ich so ganz ehrlich bin. Ja, dann würde ich wirklich Schweine in Massen kaufen. Aber ja, solange wie man keine Kartoffeln etc. hat, bringt uns das natürlich herzlich wenig. Und daher müssen wir erstmal auf Kühe gehen, würde ich sagen. Erstmal mal 89% da rausholen. Ohne die Mischstation. Die kostet 32.000 oder so. Wir können aber auch selbst mischen mit diesem Wagen. Aber wir könnten auch mit dieser Mischstation, aber dafür brauchen wir noch Mais. Und das ist halt so das Nächste, was wir uns da noch anschaffen müssen. Anschaffen werden. Da wollen wir mal gerade den Trecker wechseln. Oh, er zeigt voll an. Bitte fahr bis zum Schluss. Das wäre richtig nice. Fahr bis zum Schluss, dann mache ich dich leer. Wir machen mal hier die Gewichte rein. Er drückt immer rum, die alte Sau. Also dahin. Ich stehe hier. So. Jetzt brauchst du nur herkommen und schwupps entleere ich dich. Sag ich doch. Hat sogar geklappt wie Arsch auf Eimer. Dann müssen wir hier mal einen Schlag oben drauflegen. So. Sehr schön. Klappt doch. Auch schon wieder ganz schön was drin in dem Ding. Gut. Können wir gleich mal gucken, wie weit der Gruber ist. Dann müsste eigentlich gleich fertig sein, meiner Meinung nach. Jetzt geht das auch so langsam mit dem Bremsen. Ja, letzter Schnitt. Schmeißen wir den Penner erstmal raus, das machen wir selber. Das war falsch. Ein Gas. Ja, das können wir auch selbst grubbern hier. Schmeißen wir den Pisser raus. Ich mag das, das sieht schon cool aus. Und so sind wir dann gleich fertig mit dem Feld hier, dann können wir das gleich sehen. Und dann gleich aufs nächste Feld draufheizen. Schwupps. Hoch mit dem Gedöns. Jo, weiter geht's. Gleich das nächste Feld machen. Volle Bulle Wirtschaft, Junge.
Eigentlich hat das schon mehr so ein Wirtschaftsspiel, wenn man ganz ehrlich ist. Bloß nicht die Trecker stehen lassen. Und auch nicht unbedingt viel Zeit vertrödeln. Ne? Also sonst sind die Fahrzeuge zu teuer, man verliert zu viel Geld und dies und jenes. Also man betreibt das Spiel schon wirklich wie ein reines Wirtschaftsspiel. Meiner Meinung nach. Also na, vorher hat man das so ein bisschen locker alles genommen, man hat so viel Geld mit den Sachen verdient. Heute? Nö. Ja, gut, man soll ja auch lange Spaß an dem Spiel haben. Das muss man noch dazu sagen. Aber trotzdem zieht sich das Spiel ganz schön raus. So, bringen wir den Gedöns mal weg. Jedenfalls macht der Trecker das schon besser wie unser erster. Ja. Wie ging denn die Plane zu? Mit N. So. Wenn, dann wollen wir es ja auch mal ein bisschen vernünftig machen hier. Nö. So, ich kann mal den Gedöns wieder aufmachen. Übertreibt's mal wieder. So, Leute. Da wächst die Gerste. Tada. 84.000. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich finde, geldmäßig können wir uns absolut, oder nicht geldmäßig, sondern wir können uns absolut von der Ernte her nicht beschweren. Also wir holen richtig gut Ernte darunter. Nur so langsam wird's eng hier. Könnte echt schon bald sein, dass wir wirklich Probleme bekommen mit wie heißt es? Dass sie schnell genug nachwächst. So. Na, sieht so ganz danach aus, als wenn wir so langsam Probleme damit bekommen, aber das werden wir dann gleich noch abwarten. Es kann gleich sein, dass es gleich so zack, 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 zack und schon ist das Kraut weitergewachsen. Was für mich halt wichtig ist, dass wir so viel wie möglich einfahren. Das ist halt gerade so ein riesen springender Punkt bei mir. Und so schnell wie möglich auch, dass wir wirklich nicht zum Stillstand kommen. Und dass, wenn endlich mal so ein Auftrag kommt, wir dann auch endlich mal Geld verdienen. Wenn er denn mal kommen würde. Ich glaube nämlich so langsam schon, dass bei der Map keiner kommt. Ich denke. So genau sagen kann ich es euch auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich kann es einfach nicht sagen, ob da wirklich ein Auftrag rauskommt oder ob da keine kommen. Absolut keine Ahnung. Der ist dann gleich auch fertig. So, gucken wir mal zu, dass wir hier den ganzen Scheiß wirklich einfahren. Ja, ich werde wohl gleich stoppen müssen, weil der Kraut nicht weiter wächst. Manche Gedöns da. Ich hätte eigentlich gedacht, das würde passen. Tja, schade eigentlich. Schade, schade, schade.
Aber ich glaube nicht, dass der Gruber einholt, also. Der ist noch nicht am Blinken. Ich habe gerade gesagt, der blinkt, dass er schon wieder voll wäre. Und wenn er gleich umdreht, dann werde ich ihn stehen lassen. Und soll er erstmal Pause machen. Und solange wie das Kraut nicht weiter wächst, brauche ich da auch nicht weiter mähen dann. Das ist Bullshit. Ich will rein. Meiner. Pause, mein Freund. Pause kannst du machen. Hä? Da ist er. Mal hier die halbe Reihe einladen. Und so, dann will ich, habe ich hier vorne noch was gesehen? Sauerkraut hier nehmen wir auch noch mit. Sehr schön, sehr schön. So. Können wir den Kram erstmal weg. Wenn wir schon hier sind, rein damit. So. Entladen. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon an Milch? 8804. Eieieiei. Also langsam wird's viel. Aber wie gesagt, wir können ja leider Milch nicht wegbringen, da unser Wassertank immer noch voll ist und ich ihn einfach nicht leer bekomme. Ich bin ja dabei und teile das jetzt immer auf. Ich glaube, wir sind jetzt schon irgendwie bei 50% oder so. Sind wir, glaube ich, schon gut angekommen. Ich könnte jetzt noch mal gerade gucken. Nehmen wir mal unseren kleinen Treckerchen hier, hängen den mal ab. Irgendwo eine Scheune habe ich den gestellt. Habe ich es gestellt, das kleine Fass. Ja, da. Irgendwie so war mir doch. Können wir noch mal gucken. Ob wir denn jetzt so langsam hier mal wieder was loswerden an der Scheiße. Ja, 39% sind wir drin. 2350. Also es ist wirklich nicht mehr viel drinne. Und ich glaube, wenn da eine gewisse Menge nur noch drin ist, dann kann man auch die Milch da einladen. Aber, ja. Es ist, ja. Halt nicht viel. Wir müssten ein paar Schafe kaufen. Ja, wenn wir ein paar Schafe kaufen, dann würden wir das Wasser loswerden. Weißt du was? Ach, leck mich doch jetzt alle am Arsch, ey. Jetzt gibt's ein paar Schafe. Ja. Wenn ich die Scheiße hier nicht loswerde, brauche ich halt Schafe. Kostet auch nur 300. Gibt's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, komm, 11, 12, 13, 14, 15. So. Es gab 15 Schafe. Nimm jetzt hier dieses blöde Wasser endlich. Reicht immer noch nicht. Aber 1300 nur noch dran. Sehr schön. So, die Schafe brauchen auf jeden Fall Gras. Und sonst glaube ich nichts. Ja? Aber Silage, normales Gras haben wir auch nicht mehr im Lager. Bedeutet, da müssen wir gleich erstmal einfahren, was wir ja sowieso machen wollten. Ja, also daher ist es gar nicht so schlimm. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man mit den Schafen Geld verdienen kann, Leute. Sie sind erstens billig. Zweitens können wir dann noch was mit dem Gras anfangen. Drittens können wir die Wolle verkaufen.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt gerade ein bisschen viel auf alles konzentriere, also ein bisschen zu viel von jedem. Aber ich kann da auch gerade mit leben, wenn ich ganz ehrlich bin, dass wir etwas mehr von allen Sachen haben. Ja, so habe ich mehr zu tun. Klar muss ich dann in dem Sinne für jeden was im Vorrat haben. Gras sollte aber nicht unbedingt dieses große Problem sein. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch was hier aus dem Dingens nehmen können, oder? Hätte ich das auch machen können? Wartet mal, das will ich ausprobieren. Komm. Schaufel holen. Ich weiß es nämlich gar nicht. Weil eigentlich müsste das ja gehen. Dann wollte das nämlich jetzt nicht einfahren. Habe ich nämlich jetzt auch gar keine große Lust drauf. Nee, weg mit dem Kram. Schenke ich dir den Bauernhof. Oh, dankeschön. Möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren, ob das funktioniert. Außerdem hauen wir dann da einfach zwei Schippen rein. Oh. So war das eigentlich gerade nicht geplant. Können wir den nicht mehr anhängen, oder was? Ne. Ach. Ich weiß warum. Ne. Warum kriege ich den nicht angehängt? Weil das Scheißding falsch rumsteht. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, gut. Egal. Kann ich nicht aufladen. Kann ich nicht aufladen. Warum? Das ist doch Bullshit. Das ist doch gerade Bullshit, oder? Jetzt... Weißt du was? Wenn die mich verarschen wollen, kann ich die aber auch verarschen. Ja? Hier einfahren. Geht auch nicht. Arschlöcher. Oh, guckt mal da. Da ist schon Wolle. Ja, wir müssen jetzt gerade Gras einfahren für die. Wir brauchen nicht viel. Hauptsache ein bisschen. Hauen wir jetzt zwei, drei Bahnen dran lang. Und dann haben die Schafe volle Power. Also dann produzieren die richtig. Ich weiß gar nicht, ob sie diesmal einen Schafhänger dabei haben. Also dass du... Wie soll ich das erklären? Dass du Schafe... die Wolle mit dem Hänger transportieren kannst. Und nicht jede Palette einzeln. Ja, Gas. Also ich mache jetzt nicht viel, Leute. Was weiß ich. 2.000, 3.000 sollte dann erstmal ausreichen. Erstmal hier außen einen Schnitt dran lang machen. Schon, mein Freund. Ja? Diesmal machen wir das mal ordentlicher hier. Ja? Das kann ich nämlich auch hier alles schön ordentlich machen. Passt das? Jo, das passt sogar. Das passt auch. Sehr schön. Moin. Das ist akzeptabel.
So kriegen wir nämlich auch hier mal ein bisschen mehr runter. Dann fahren wir noch eine Runde, dann haben wir 6000. Sollte dann ausreichen. Das Schneidewerk ja nach oben. So, schön breiten Schnitt machen. Geht doch noch mehr oder nicht? Anscheinend nicht. Schafe hört man hier auf dem Trecker. Na, das Ding lasse ich an, das muss ich jetzt nochmal umschalten. Jetzt machen wir den wieder runter. Den Baum mal vernünftig ausmähen. So. Na komm. Ja, wir müssen ja hier vernünftig Rasen mähen. Ja, wenn wir schon mähen, dann vernünftig. Oh. Habe ich gerade ein bisschen doll. Ah, komm, das passt. So. Das sollte reichen. Geht ja jetzt erstmal nur darum, dass die Schafe was haben. Weil so, ich glaube, kriegt man von den Schafen gar nichts Großartiges, wenn wir nicht den Gras geben. Was einfach wichtig ist, dass wir auch diese scheiß Wasser irgendwie aus diesem Tank rauskriegen, ja. Also langsam nervt es, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben über 8000 Milch und uns bringt aus dem feuchten Käse was. Weil wir hier einfach... Große Nachfrage bei der Windmühle für Raps. Will das Spiel mich jetzt verarschen? Jetzt ganz ehrlich, Leute. Es kann doch nur ein Scherz sein. Das reicht für 6 Tage. Oh, Backe. Okay, jetzt wollen wir mal gerade gucken. Wie viel Schafe? 15% ohne Futterkrug waren es. Ja, jetzt müssten wir gleich 100% haben. Ja, wenn wir jetzt hier schon was drin haben, dann können wir das da auch gleich wieder reinkippen. Vielleicht werden wir es los. Nein. Alles klar. Dann kippen wir das jetzt hier rauf. Alles klar. Tja, und beim nächsten Mal bringen wir den Raps weg, was sich natürlich absolut dann lohnen wird. Wir haben ja wahnsinnig viel Raps. Unsere Felder brauchen natürlich auch noch ewig, wo der Raps drauf ist. Da müsste ein Raps drauf sein, wenn ich mich jetzt recht... Sinne und hier oben. Nee. Da ist Raps drauf. Da machen wir nämlich gerade Raps. Und hier ist Raps drauf. Ja, also das wird jetzt dauern. Ihr hattet mal wieder recht. Hier kann ich es auch sehen. Gerste, Raps da. Raps, Raps. Wir haben nämlich nur 8379 für Raps. Also, ja, ob sich das rentiert, das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall sehen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator. Bis morgen. Tschüss.